Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. So, wir sind schon relativ weit, also sieht gerade nicht so aus, aber wir haben unglaublich viele Freunde. So viele Freunde hatte ich noch nie. Stimmt. Normalerweise spiele ich das ein bisschen anders, ein bisschen aggressiver. Aber das ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem. So, ich wurde auf YouTube herausgefordert. Das könnt ihr natürlich auch gerne tun. Also, das ist jetzt keine Herausforderung 1v1 so ungefähr, also gegeneinander, sondern es ist eine Herausforderung, dass ich einen bestimmten Spielstil, so nenne ich das mal, spiele. Und zwar soll ich nochmal Sparta spielen? Ein bisschen anders, ein bisschen schwerer. Und zwar darf ich nur Bündnis mit hellenischen Fraktionen bilden. Das wird zu Beginn extrem schwer, weil Sparta hat einen sehr holprigen Start. Vor allen Dingen, wenn er eben keine Handels- oder also allgemein ist es schwer, wenn man keine Handelsbeziehungen, Abkommen war das Wort, das ich gesucht habe, wenn man die nicht bilden kann, abkommen kann, nur halt mit hellenischen Fraktionen, und das stelle ich mir extrem schwer vor. Aber ich habe natürlich angenommen, weil das ist super spannend. Ich weiß nicht, wie das wird. Derjenige, also der Zuschauer hat dann auch gemeint, dass er jetzt das nicht ohne Cheat geschafft hat. Aber cheaten werde ich auf jeden Fall nicht. Entweder ich schaffe es oder ich schaffe es nicht. Genau, und wir spielen das natürlich auch auf total übertrieben schwer. Und ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Also der Start wird sehr holprig. Wenn ich den Start schaffe, dann habe ich es geschafft, würde ich sagen. Weil sobald ich, sobald ich hier rauskomme, wird es, glaube ich, einfacher, weil man die ganze Zeit, also man kann sehr früh sehr schnell an Geld kommen, indem man das macht, was ich nicht gerne mache, und zwar immer plündern und brandschatzen. Aber ja, das muss ich dann wohl machen, vor allem hier mit Epirus, genau, das Reich heißt hier Epirus. Da muss ich sehr viel brandschatzen und so weiter. Und dann ist eben die Frage, ob ich gleich nach Rom gehe oder nach Asia. Ich würde meinen, ich gehe zuerst nach Asien, weil hier haben wir ein Eisenvorkommen relativ nah. Also da brauche ich 1, 2, 3... 4, 5, 6. Und dann kann ich hier rum. Also ich glaube, Richtung Asien ist es die beste Version, wenn ich das schnell mache. Aber ja, dazu wird es aber erst kommen, sobald wir mit diesem Sparta fertig sind. Aber das wird auch nicht mehr lange dauern. Oder ich mache das schon. Ich fange schon früher an, weil ich bin ein bisschen gehypt. Und ich muss mal schauen, wie es bei mir mit Arbeit aussieht. Weil momentan habe ich da sehr viel Stress, sage ich mal. Und dementsprechend muss ich schauen, vor allen Dingen, weil ich auch jeden Montag und Donnerstag ab 15 Uhr Eigenwerbung streame. Der Link ist unten in der Beschreibung, wie immer.
Genau. Also deswegen kann ich eben montags und donnerstags nicht so viel arbeiten und muss aber noch neben Twitch noch YouTube machen. Das habe ich in letzter Zeit auch sehr vernachlässigt. Tut mir leid deswegen. Aber ich muss auf jeden Fall noch alles ein bisschen strukturieren. Das ist relativ neu alles für mich. Also nicht YouTube, sondern die Selbstständigkeit neben YouTube und vor allen Dingen das Streamen. Was extrem viel Spaß macht. Also das macht halt super viel Spaß, wenn man eben gerade, keine Ahnung, gut, er kann nicht mehr laufen. Also es macht halt super viel Spaß neben, also wenn man Rome Total War spielt oder andere Spiele spielt, halt einfach mit der Community zu quatschen. Macht super Spaß und Fun und naja, werde ich auf jeden Fall weiterhin tun. Das können wir automatisch machen. Ist echt lustig, weil beim Streamen ist hier in Spanien immer noch, also genauso viel Struggle und also Struggle in Anführungsstrichen, weil die greifen da auch immer wieder an und haben eigentlich nichts. Doris ist erwachsen, das ist ja wunderbar. Darf ich da rein? Warte mal. Dalmatea. Warte. Ja, mit denen bin ich verbündet. Wie kommen die eigentlich dahin? Die haben sich einfach jetzt so das gesnackt. Das finde ich nicht ganz so gut. Aber das ist halt auch immer der Nachteil. Wenn man irgendwie Klientel-Königtümer macht. Oder allgemein Verbündete sich holt, dass die dann sehr schnell sehr groß werden. So, das mache ich automatisch, bevor der Erravisca das bekommt. So, hier machen wir weg. Weil hier brauchen wir eigentlich keine Verstärkung. Da sind Rebellen. So, Lila, Entschuldigung, ich wurde gerade angerufen. Jetzt bin ich natürlich wieder komplett raus. Wo waren wir gerade? Ah, hier mit den. Genau, die spartanischen Abtrünnigen sind. Die Unbesiegbaren. Das ist natürlich super, dass die jetzt meine Feinde sind, die Unbesiegbaren. Na. Das war gerade übrigens sehr lustig, weil ich habe vor Jahren mal bei einer Münzfirma was bestellt. Ja, hallo. Also so, ja. No way, Münzen. Und genau, das war schon 2015 oder 13 oder so, also sehr, sehr lange her. Und die haben dann angefangen, also so eine Masche, die ich echt nicht verstehe, warum das welche machen, aber offensichtlich muss es sich lohnen für die. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 5. Genau, die haben dann angefangen, einfach so Münzen zu schicken und quasi so, ja, das ist unsere neueste Kollektion und ja, wenn sie es nicht haben wollen, dann schicken sie es zurück, wenn sie es haben wollen, dann kaufen sie es gefälligst so. Was extrem, ja, zeitaufwendig ist und Material verschwenden, sag ich mal. Okay, müssen sie wissen. Genau, auf jeden Fall haben die dann auch angefangen anzurufen und so, ja, und auch dieses Runterrattern so, ja, hier ist die und die Firma, bla 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 bla, und man sagt nichts, sondern man, also das könnte, ja, eine KI sein so ungefähr. Und genau,
war sehr nervig. Genau, und ich habe natürlich schon gekündigt und dann hatte ich irgendwie ja 2-3 Jahre Ruhe oder so, sogar noch länger. Und letztes Jahr, ja noch viel länger, so 5-6 Jahre Ruhe. Und letztes Jahr kam plötzlich ein Brief und da stand schon das Siegel drauf oder das Emblem und ich so, oh fuck, nee. Weil das ist halt immer, also das war so ein Albtraum für mich. Das ist halt, das hat so genervt. Naja, und dann haben sie plötzlich wieder aus heiterem Himmel angefangen anzurufen. Und genau, gerade hat wieder eine angerufen. Aber das war die erste in all den Jahren, die erste, die richtig cool war. Also ich habe noch nie eine, oder ja, einmal, glaube ich, eine Frau dran gehabt, die von einem Callcenter war, die einfach nur sympathisch war. Also hatte ich echt nur einmal, und das ist auch Jahre her, und das war eine von so einem Handy-Ding. Alter, was hier rumtummelt, ne? Naja, wie dem auch sei. Ich habe dann... genau, sie hat dann gesagt, so, ja, sie kennt unsere Firma doch schon sehr lange. Und ich habe halt den Namen nicht verstanden und dann so, ja, helfen Sie mir nochmal auf die Sprünge. Und dann hat sie halt gesagt, so, ja, wir sind die mit den Münzen, also so, ja. Ja, genau, Münzen. Und dann, sie hat halt nicht angefangen, das Ganze dann runterzurattern. Sondern hat einfach gesagt, so, ja, sie kennen uns ja und sie sind ja schon ewig langer Kunde. Und genau, das war eine Frage. Und dann konnte ich halt antworten. Und dann konnte ich halt sagen, so, ja, es ist eher zwangsmäßig, weil ich habe schon zweimal gekündigt. Und dann hat sie so voll, war sie voll erstaunt, so, hä, wie, also, naja, gekündigt ist doch gekündigt, sagt man, oder? Und dann haben wir halt so ein bisschen gequatscht und dann hat sie halt gesagt, so, ja, okay, dann wird sie sich mal drum kümmern, also sie wird es mal weitergeben und dann hoffen wir mal, dass es auch klappt. Und voll cool, danke und ja, schönen Tag noch, so. Und das ist echt krass, also... Ja, wahrscheinlich war sie gerade neu da und hatte noch nicht so viele ziemlich negative Typen am Apparat. Das sagt man halt heutzutage auch nicht mehr, oder? Apparat. Ja, hier ist Tobias am Apparat. Apparat. Ja, totaler Apparat. So, naja, auf jeden Fall, ja. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen dran denken, wenn man solche Leute vom Callcenter hat. Ja, es sind halt auch nur Menschen, ne? Also es klingt halt voll banal und blöd, aber ist halt so. Also ich meine, ich glaube, es macht denen auch nicht sehr viel Spaß, wenn dann die Leute, die sie nerven, oder also sie wissen ja nicht, ob sie die nerven oder nicht, aber ja, das wird zu schwer, der hat viel zu viele Pikiniere. Der hat viel zu viele Pikiniere, da lasse ich das nochmal. Genau, einfach, ich glaube, nicht einfach auflegen, sondern ja, freundlich sein. Also, ich glaube, das ist eh so eine, ich nenne es mal Technik, auch wenn es keine Technik ist, aber wenn man einfach freundlich durchs Leben geht. Also, ich glaube, damit hat man sehr viel schon, kann man sehr, sehr viel schon erreichen. Also, nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst. Ich meine, das ist ja, ja, wenn, leichte Kavallerie habe ich eigentlich nicht, ja, Leute. Ich meine, wenn man
so Kleinigkeiten nicht an sich heranlässt. Also ich meine, wenn, keine Ahnung, irgendwas runterfällt. Die einen schreien rum und regen sich auf und die anderen, ja, mei, ist halt blöd, aber okay. So meine ich. Ja, cool. Die hat den getötet oder verletzt. Ich meine, viele sagen ja auch so, ja, man soll den Zorn nicht in sich reinfressen, das stimmt. Gold, das großzügig gegeben und dankbar angenommen wird, ist für alle Beteiligten ein Segen. Genau, das stimmt total, weil irgendwann hast du so viel Zorn in dir drin, dass du einfach platzt. Und wenn es schlecht läuft, sind halt irgendwelche Freunde bei dir, die das dann ausbaden müssen. Also ja, ich trete meinen Verbündeten bei. Wie sind wir jetzt auf dieses Thema gekommen? Ah ja, ja, genau, Call Girls. Die Firmen, die eben so per Telefon ihre Sachen verkaufen. Genau. Das stimmt, also man soll den Zorn nicht in sich reinfressen, aber ich frage mich dann immer, wieso muss man bei so Kleinigkeiten sauer werden? Also ich meine, das ist eine Einstellung, die man hat, finde ich. Und da muss man, finde ich, sehr dran arbeiten, dass eben solche Kleinigkeiten, die sind halt egal. Also, wenn irgendwas Krasses passiert, Schlimmes passiert, meine Güte, okay. Dann kann man sauer sein. Aber wenn irgendwie so Kleinigkeiten passieren, warum sauer werden? Also, wisst ihr, was ich meine? Also seid nicht je zornig, sondern seid fröhlich. Das klingt so bescheuert. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja. Also in meiner Umgebung gibt es einige, wenn ich ehrlich bin, die so leben, dass sie quasi dass sie einfach sehr schnell zornig werden. Also ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich glaube, jähzornig dann. Kann das sein? Der hat auch so viele Pikniere. Aber ich glaube, ich kann das schaffen. Genau, auf jeden Fall sind die meisten von denen auch der Meinung, dass, wenn ich sauer werde, dann lasse ich es lieber. Oh, der kommt mir entgegen, dass das ja entgegenkommt. sehr gut. Das ist übrigens sehr dumm von ihm. Naja, wir warten nicht, wir starten. So. Seine Hauptarmee ist hier. Seine Nebenarmee, das sind auch Pikiniere. Okay. Genau, Ich mache das Thema noch schnell fertig. Oh, guter Cut. Ich mache das Thema noch schnell fertig und dann fangen wir an zu kämpfen. Yep. Genau, die sagen eben auch, beziehungsweise die sind der Meinung, dass sie lieber. Hier nehme ich drei. Dass sie lieber. Den Zorn dann rauslassen, so zum Beispiel bei einer Ampel oder so, die die ganze Zeit rot wird, oder bei einer, also bei einer roten, wenn die ganze Zeit beim Autofahren alles rot ist, oder wenn andere blöd fahren oder so, dann sind sie eben der Meinung, dass es besser ist, da eben den Zorn rauszulassen. Und ich bin eher der Meinung, dass warum den Zorn überhaupt zulassen, aber das ist halt meine Einschätzung, und ich finde, wenn ich ehrlich bin, lohnt sich die Einstellung auch ziemlich für das Leben allgemein. Okay,
Das ist, wie gesagt, meine Einstellung. Und, ja, genau. Okay, hier müsste ich jetzt schauen, dass ich irgendwie hier durchkomme. Ja, das habe ich verpennt, also hier wäre es egal gewesen. Der macht er jetzt halt hier zu, nicht? Aber ich konzentriere mich mal auf den da. Hier ist kein Stress. Hier ist eher Stress. Oder ich lasse sie kommen. Unser General wird angegriffen. Die kommen jetzt auch mal hier rüber. Ja, ich habe vergessen, wenn die nicht, sobald die nicht mehr beschossen werden, hält sich die Moral wieder. Naja, okay. So, das war auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema gerade. Also, würde mich mal interessieren, wie ihr das seht, also, oder beziehungsweise wie ihr damit umgeht, ob ihr meint, also kann ja sein, dass ihr anderer Meinung seid, das ist wahrscheinlich so. Kann gut sein und es ist ja auch voll in Ordnung. Würde mich aber wirklich interessieren, wie ihr das handhabt auch. Und ob ihr denkt, ihr habt damit in Anführungsstrichen Probleme. Und ihr wollt es ändern oder also, wie geht's euch damit? Würde mich mal super interessieren. So, also hier hinten ist alles in Ordnung. Das ist alles in Ordnung, weil, ja, drei Pikniere halten hier alles auf. Ja, Zusammenspiel von allen zusammen. Das nervt, wenn die das machen. Wer schießt denn da eigentlich? Ah, die da. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja. Also es wäre nochmal ganz, ganz anders gekommen, wenn er in der Base geblieben wäre. Dann wäre es sehr anders gekommen. Da wäre es auf jeden Fall extrem schwer geworden für mich. Und ja, erstens sehr schwer für mich und zweitens extrem schmerzhaft. Die Pikiniere können halt also die gegnerischen Pikinierer können halt extrem reinhauen. Ah, come on.
Nicht ab. Oh, come on. Wir sind jetzt abgestiegen, oder? Können die nicht mehr. Können die nicht wieder aufsteigen? Ah, gut. Gut, dass die das gepitcht haben. Oder geändert haben, weil früher konnten die das nicht. So, also der da hat schon ein bisschen gelitten, aber der ist ja auch in der Mitte. Sehr schön. Wieder aus. Der geht nach da. So. Da formiert sich was. Sind die fertig? Ja. Sind fertig. Wieder zurück. Und zwei Pferde habe ich verloren. Nur 30. Und so, jetzt geht's los. Wieder raus. Hier ist ja noch alles in Ordnung, ne? Ja. Schnelle Reiter zu eurem Dienst. Und ihr könnt eigentlich gleich wieder rein. Ich bin mal sehr gespannt, wie viel Damage der gemacht hat. Muss auf jeden Fall extrem viel sein. So, jetzt nicht mehr schießen. Fortfahren bitte. Und so, ja, wie gesagt, also auf den am Fluss ist es immer gut und easy. Das Problem ist, wenn ich angreifen hätte müssen, also an sich hatte ich Glück, dass er mir entgegengekommen ist, weil dann 300 ist in Ordnung. Weil dadurch ist er mir, naja, wortwörtlich entgegengekommen. Wenn ich angegriffen hätte und er wäre mir nicht entgegengekommen, dann hätte ich über den Fluss gehen müssen und das wäre nochmal komplizierter geworden. Je nachdem, wie er sich aufgestellt hätte. Also es wäre kompliziert geworden, wenn er seine Einheiten, also seine Pikiniere, wie ich, an die Brücke getan hätte.
dann wäre es interessant geworden. Gut, auf jeden Fall sind wir jetzt schon wieder fertig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt einen wunderbaren Start in die Woche, einen verspäteten Start, das ist ja Dienstag. Aber genau, ja, schaut gerne bei Twitch mal vorbei. Und bei Instagram und Twitter habe ich alles verlinkt. Also, wenn ihr auf meine Seite geht, auf meinen Kanal geht, dann beim Banner unten rechts sind die ganzen Links. Symbole, da könnt ihr mal draufklicken. Da erfahrt ihr auch immer das Neueste. Genau, dann ja, habt noch einen tollen Tag und bis neulich. Bye bye.